Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Warum müssen wir hier oben festsitzen, während diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Mit Fritz gemacht haben. Ich konnte Fritz leiden. Aber er hat es nicht anders verdient. Er hat sich mit den Falschen angelegt. Sein Strudel war ausgezeichnet. Mag sein. Aber er war ein Sünder. Ein kleiner Körper und Geist von Gott und Teufel. Ich hoffe, dass er nicht in der Hölle landet. Genug jetzt. Wir müssen wachsam sein. Stimmt. Befragung von Patient Nummer A12, Michael Lehmann, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Sehr stark. Ja. Stört es Sie, wenn ich bei unserem Gespräch Wein trinke? Nein, das stört mich nicht.
Also, bevor unser letztes Treffen unterbrochen wurde, haben Sie von einer Karte gesprochen. Ich denke schon, ja. Gut. Warum erzählen Sie mir nicht, wie Sie diese Karte gefunden haben? Bitte, also haben Sie keine Angst, ich stehe auf Ihrer Seite. Also, mir war damals schon längere Zeit aufgefallen, dass einer der Töne der Kirchenorgel verstimmt war. Immer wenn ich die Taste drückte, gab die Orgel ein seltsames, pfeifendes Geräusch von sich. Mehrere Kirchenbesucher hatten sich deswegen schon bei mir beschwert, als ich den Priester davon erzählte. Sagte er, dass es nicht auffallen würde und ich mir keine Sorgen machen wollte. Irgendwie kam mir das seltsam vor und ich wurde misstrauisch. Der Priester stammte aus einer Familie mit weit zurückreichenden Verbindungen zu Wolfsburg. Er war angesehen und hatte großen Einfluss auf die Stadtpolitik, den niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische und beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Er griff suchend mit der Hand hinein, bis er ein altes Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. Viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs konnten ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade dabei, mit einem Spaten den Boden neben einem der alten Räder, der Ritter von König Otto, auszuheben. Neben mir noch war ein Erdhaufen aufgeworfen und der grub immer weiter, bis sein Spaten auf etwas Hartes stieß. Er entfernte eine dünne Erdschicht und darunter kam eine Steintür zum Vorschein. Eine sehr alte Steintür. Der Priester war außer sich vor Freude und tanzte wie ein Verrückter. Dabei entdeckte er mich. Ich wollte wegrennen, aber er folgte mir und stieß mich um, sodass ich mit dem Kopf auf einen Stein schlug. Er stellte mir Fragen, was ich wüsste, wie ich gesehen hätte, was ich wollte. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen, alles würde gut. Dann nahm er einen Stein und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Ich hatte keine Zeit nachzudenken.
Ich musste etwas tun, sonst hätte er mich erschlagen. Also stieß ich ihm die Finger in die Augen. Ich spürte, wie ich ein Auge durchstieß und mein Finger in etwas Butterartigem steckte. Warmes Blut rann aus seinem Kopf. Mein Gott, ich kann es immer noch spüren. Das war natürlich ein Mutfehler. Erzählen Sie weiter. Ja, er schrie und schrie und hielt sich die Hände vor die Augen, auch als das Blut zwischen seinen Fingern durchquoll. Und schlug ihm damit fest ins Gesicht. Ich muss ihm die Nase gebrochen haben, denn ich hörte das Knacken von Knochen. Er fiel auf den Boden und ich schlug ihm immer wieder auf den Kopf, bis sein Schädel nachgab und er sich nicht mehr bewegte. Ich richtete mich auf und sah, was ich angerichtet hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also nahm ich den Koffer mit dem alten Pergament, das er aus der Orgel geholt hatte, und ging nach Hause. Als ich es mir später genauer ansah, erkannte ich, dass es eine Karte war. Eine sehr alte Karte. Es schienen irgendwelche Tunnel unter der alten Kirche abgebildet zu sein. Aus der Zeit, bevor sie eine Ruine war. Ich versteckte die Karte unter den Dielen in der Küche. Ich bin nicht mehr zu der Steintür in der Kirchenruine zurückgegangen. Ist sie immer noch dort? Ja, bestimmt. Ist sie dort sicher? Ja, ist sie. Gut. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich wieder zurück? Ich denke, dass Sie dafür zu krank sind, aber das muss natürlich Ihr Arzt beurteilen. Ich werde alles tun, um Ihre Lage zu verbessern. Bringen Sie ihn zurück auf die Station. Die Befragung ist beendet.